Es ist der zentrale Punkt in der Affäre rund um das Sommermärchen. Der Vorwurf, es habe im Rahmen der Bewerbung um die WM 2006 schwarze Kassen gegeben. Der DFB dementiert das aufs Schärfste. Es habe weder schwarze Kassen gegeben, noch den Kauf von Stimmen. Das Sommermärchen sei nicht zerstört, so DFB-Präsident Niersbach mehrfach. In der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Der Spiegel erhärtet sich allerdings der Verdacht. Nach unseren Erkenntnissen gab es sie sehr wohl. Das bestätigt uns zumindest Theo Zwanziger. Der hat in einem Gutachten, das ein Anwalt für ihn aufgesetzt hat, dieses Thema aufgegriffen. Und zwar geht es dort um ein Gespräch im Jahr 2004, 2005, wo ihn und den damaligen Mit-DFB-Vorsitzenden Herbert Meyer-Vorfelder, dass die beiden informiert worden seien von Horst R. Schmidt. Horst R. Schmidt habe gesagt, es gäbe da Verpflichtungen aus der Zeit der Bewerbung. Nicht nach der Bewerbung, sondern während der Bewerbungsphase. Und dass Louis Dreyfus Geld geliehen hätte, Franz Beckenbauer den entsprechenden Schuldschein gezeichnet hätte. Und das ist doch eigentlich ein eindeutiges Indiz. Die Aussagen Dr. Theo Zwanzigers widersprechen in allen Punkten den Aussagen Wolfgang Niersbachs auf der Pressekonferenz des DFB am Donnerstag. Aber das ist nicht alles. Das zweite Indiz ist ein Telefonprotokoll von einem Telefonat, ein Gedächtnisprotokoll von einem Telefonat, was Theo Zwanziger am vergangenen Dienstag mit Horst R. Schmidt, dem früheren Finanzchef des Bewerbungs-OKs, geführt hat. Darin äußert sich Horst R. Schmidt zum ersten Mal zu der Frage, wo denn das Dreyfus-Geld letztlich gelandet ist. Und da nennt er den Namen Mohammed bin Hammam. Mohammed bin Hammam ist eine spannende Figur, war lange im FIFA, im engsten Kreis der FIFA und gilt so da als der große Strippenzieher und hat sich selber ausweislich einer Mail, die auch existiert, damit gebrüstet, dass er gesagt hat, im Jahr 2009 den Deutschen gesagt hat, ihr Lieben, ich habe damals die Stimmen für Deutschland gesichert, jetzt müsst ihr mir bei meiner Bewerbung in Katar helfen. Aber es geht auch um die Frage, wer wusste was und wann. Auf der Pressekonferenz sagte Niersbach, er habe erst im letzten Sommer von dem Vorgang rund um die 6,7 Millionen erfahren. Ich glaube, mit der Aussage, die wird er irgendwie in den nächsten Tagen schnell abräumen müssen. Uns liegt ein Dokument vor, ein handschriftlicher Vermerk, in dem er bereits im Jahr 2005 eindeutig zu erkennen gegeben hat, wie die Gelder fließen sollten. Er ist da ganz präzise. Da geht es um die Rückführung der Gelder. Da sagt er, die Gelder sollen an Robert Louis Dreyfus zurückgeführt werden auf ein ganz und auch auf ein bestimmtes Konto, das dann noch genannt werden sollte. Das heißt, er war in der Zeit schon involviert. Witzigerweise hat gestern auch in einer Erklärung Horst R. Schmidt seine Aussage widersprochen. Auch er sagt, er habe damals schon 2005 eigentlich alle Mitglieder des Präsidialausschusses des Präsidiums des OKs über diese problematische Zahlung informiert. Es geht aber auch um die Verwendung des Geldes. In der von Niersbach geschilderten Version wurden die 10 Millionen Franken angeblich benötigt, um einen Organisationszuschuss von 170 Millionen vom Finanzausschuss der FIFA zu erhalten. Die FIFA bestreitet es. Diese Aussage ist sofort von der FIFA dementiert worden. In den FIFA-Büchern sind die Zahlungen nicht aufgetaucht nach bisherigem Stand. Ich glaube, das ist mehr im Bereich der Legendenbildung oder der Märchenbildung zu sehen. Die Aussagen seines Vorgängers belasten Niersbach stark. Dass der Ex-DFB-Präsident Zwanziger und der amtierende DFB-Präsident Niersbach alles andere als gute Freunde sind, ist allgemein bekannt. Dass es eine Rivalität zwischen den Herren gibt, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Dass Herr Zwanziger nicht unglücklich darüber ist, dass Herr Niersbach jetzt da so in die Defensive kommt, darüber können wir, glaube ich, auch, davon können wir ausgehen. Aber es geht ja hier um Sachverhalte und Sachverhalte, dafür müssen Leute einstehen. Ich glaube nicht, dass die Feindschaft so weit gehen würde, dass Herr Zwanziger bereit wäre, als Jurist dafür einen Meineid einzugehen.